Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist mal wieder Basti oder auch Modern Consumer. Freut mich, dass ihr dabei seid zu einer kleinen Parktour hier bei mir heute am 4. Advent. Ich wünsche euch an der Stelle einen schönen 4. Advent. Und ich hatte ja gesagt, jetzt zur Weihnachtszeit sollte ich vielleicht auch mal was Weihnachtliches oder was Kaltes mir an Parks anschauen. Und da ja zurzeit noch bittere Temperaturen in Deutschland herrschen und sogar bei uns Schnee liegt hier in der Nähe von Bonn. Gucken wir uns mal diesen kleinen Park an. Den hat ein Abonnent von mir gebaut. Von dem habe ich auch schon einen anderen Park angeschaut, auch ein anderer kleiner. Wir haben hier drei Achterbahnen drin. Der Ever Park heißt der hier. Wenn ich aber hier drin schaue, heißt der Everest. Irgendwie heißt er hier Everest. Also ich nenne ihn mal den Ever Park. Nehmen wir das einfach mal so, wie er es bei Steam geschrieben hat. Und heute mal ein kleiner Park, der nicht ganz so lange dauert. Und wir schauen jetzt uns direkt mal an, was hier so los ist. Wir haben hier eine kleine Straße. Das hier ist natürlich hier die Verbindung für Planet Coaster, wo dann die Gäste rauskommen. Und dann geht's hier ab auf den Parkplatz. Und übrigens, danke nochmal an der Stelle für eure vielen Kommentare im letzten Video. Das war ja dieser Park of Curiosities. Und ich hatte euch ja mal gefragt, wie ist das bei euch so mit der Tageszeit, wo ich die Parks anschauen soll, und war schon so, ja, guck ruhig am Tag an und wenn es mal passt, dann halt für Abend, dass man so bestimmte Stimmungen sich anschaut. Und vor allen Dingen war auch viel Feedback gekommen, so nach dem Motto, ob ich quatschen soll während der Achterbahnfahrt. Und so wie es ist, ist es okay, also gefällt euch, es hat jetzt keiner so gesagt, ja, auf keinen Fall, mach mal nicht und quatsch mal nicht währenddessen und so. Meine Geräusche sind immer lustig und keine Ahnung. Ich mache weiter wie gehabt. Ich wollte einfach nur mal hören, ob das alles soweit passt. Und alles gut, also wunderbar, wir kommen hier rein. Einmal hier mit dem Auto nicht hier drüber rasen, sonst gehen die Stoßdämpfer kaputt, ne? Oh, da hinten schon hier dieser große Looping, das gefällt mir. Dann haben wir hier noch so ein Mine Train Bar. Ein kleiner Parkplatz hier mit so einem kleinen Everest-Berg mit Schneebedeckung drauf. Sehr schön gemacht. Der Parkplatz ist doch relativ leer. Also wir kommen hier heute schnell dran bei den Achterbahnen. Es ist nicht so voll im Park anscheinend. Wirklich schön hier, wenn man da auch die Bahn sieht, wie sie hier lang fährt an der Seite. Schön. Das ist eine offene Station. Gar kein Gebäude dran. Kann man ja auch mal machen, wenn es irgendwie passt. Und das gefällt mir so schön von hier aus schon zu sehen, diese Berge, schneebedeckt, die Gebäude. Sehr, sehr cool. Ich teste heute übrigens mal, ihr seht, ich habe die Ohren frei, ich habe keinen Kopfhörer auf. Ich habe aber trotzdem Sound und ich hoffe, es kommt von Sound her passend alles rüber. Ich werde das erst beim Abmischen dann am Ende merken, ob das soweit passt, aber mal gucken, ob das heute mal gut geht. Ich hatte heute keine Lust, dieses fette Headset aufzuziehen irgendwie. So, also hier wurde auf jeden Fall Schnee zur Seite geschoben und schön fleißig gestreut. Wie die Autos hier durchpassen, ist dann eine andere Frage, sag ich mal, ne? Was haben wir hier noch? Hier ist auch nochmal so eine kleine Bushaltestelle wahrscheinlich. Und die Mülltonnen stehen auf jeden Fall bereit mit ein paar Säcken daneben zum Abholen. Wunderbar. Also, dann gehen wir jetzt mal rein. Ach, sieht echt schön aus hier, das Gebäude. Die Bahn fährt da durch. Sehr, sehr weihnachtlich, winterlich, sage ich immer. Es ist eher ein winterlicher Park. Weihnachtlich jetzt vielleicht nicht, weil ich sehe jetzt hier nicht so Weihnachtsschmuck. Aber Winter und Weihnachten, das ist ja irgendwie eins. Für mich jedenfalls. So, da, doch, das ist der Everest da hinten. Oh, da müssen wir ganz kurz mal, da gucken wir mal kurz hoch. Da ist er, der Everest. Oh, hier fährt auch die Bahn durch. Das sieht ja sehr wirr aus. Vielleicht ist das mein Screenshot am Ende des Tages. Mal gucken. Der Everest, und wen haben wir da oben drauf? Steht da einer mit einer Waffe? Ne, ich dachte gerade mit einer Waffe. Der hat sich, man nimmt ja auf dem Everest nichts anderes mit hoch, als natürlich so ein, hier, so eine Picke hier. Wie heißt das Ding? Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja sehr lässig hier rangelehnt. Sehr cool. Ganz gemütlich von da oben, die Aussicht genießen. Sehr chillig. Also, wir gehen jetzt nochmal richtig rein hier. Da steht's doch auch, Everpark. Da ist der Name. So muss das sein. Ein schönes kleines Dorf mit mystischer Musik, wenn ich das richtig höre. Ein kleines Karussell, ein klassisches. Sehr, sehr stylisch. Sehr idyllisch. Hier ist der Eingang für die eine Achterbahn, für die erste Achterbahn. Ja, wir haben auch direkt hier den Wartebereich für die zweite Achterbahn. Die haben keinen Namen anscheinend. Die stehen da halt einfach so rum. Und was machen wir jetzt? Ich gehe ja direkt mal immer erstmal irgendwo rein. Toilette mit Spinnenweben sogar dran. Okay. Gut, also. Ich weiß nicht, will ich erstmal die kleinere Bahn fahren? Die ist ein bisschen kleiner. Die andere fährt ja um den ganzen Park hier so rum, ne? Diese weiße.
Ist ja schon ein Highlight. Hier fehlt mir noch ein Stützpfeiler hier dran. Irgendwie, das ist so das Einzige, was, was mir hier so direkt auffällt. Okay, komm, wir fahren jetzt mit der weißen Bahn mit. Das ist der erste Eingang. Also ab, ranstellen. Das ist eine wirklich kurze Warteschlange hier. Da kommt man ja schnell dran. Obwohl, hier fährt nur eine Bahn durch. Und da hatte ich jetzt auch einen Kommentar bekommen. Das war auch einmal Feedback zu nach Motto, ja, ich finde jetzt nicht, brauchst jetzt nicht immer hier oder du solltest nicht immer jetzt hier diese Bahn optimieren und umbauen. Ich sollte den Park einfach so anschauen, wie er ist. Aber ich habe das oft gemacht gerne und habe dann einfach gerne gezeigt, wie man so eine Bahn optimieren kann, sage ich mal, mit zwei Zügen. Vielleicht wissen viele von euch halt nicht, wie man das machen kann und dass es vielleicht auch geht einfach, relativ einfach. Also wenn du eine Blockbremse drin hast, dass du einen zweiten Zug mit reinmachst und dann Blockbremsenbetrieb anschaltest und dann ist immer eine Bahn im Prinzip in der Station, ist dann voll und bereit loszufahren, wenn die andere ankommt. So, dann steigen wir jetzt hier auch mal mit ein. Die Leute sind bereit. Wir sitzen hier praktisch, was ist das, wie kann man diese Bahn, diesen Bahntyp nennen? Die Beine sind auf jeden Fall frei. Ein Floorless ist, oh, das geht ja direkt hier ab. Oh, haben wir ein bisschen verpasst gerade. Floorless? Ist das Floorless? Ui, das war eine sehr enge Kurve. Es ist ein bisschen hakelig. Oh, ne, wir sind jetzt doch relativ nah und durch die Bäume durch. Und durchs Gebäude. Es ist nicht ganz so smooth. Nochmal eine Beschleunigung. Ah, das war nicht butterweich, wie ich mir das gerne erhoffen würde allgemein. Es ist sehr eng hier an viele Sachen rangebaut. Oh, hier fliegt auch noch was in der Luft rum. Das sind ja so Endkontrollen, bevor ich das finished nennen würde. Würde ich es auf jeden Fall noch wirklich finishen. Das ist auch komisch. Die Standardpfeiler passen eigentlich gar nicht da so richtig gut, meiner Meinung nach. Okay, also die Bahn war jetzt nicht ganz so optimal, finde ich. Da ist noch Optimierungsbedarf. Sehr enge Kurve hier hinten. Ich sprühe nochmal gerade vor. Ich will nochmal gerade den Start hier miterleben. Aus der Perspektive. Weil das ging ja wirklich so schnell los. War echt cool, dass du hier direkt unter der anderen Strecke da lang fährst. Ja, es ist nicht ganz so weich, ne? Und wie gesagt, also der eine Baum, der da komplett im Weg ist, der hier, boah, das ist schon nicht ganz so optimal gemacht. Ansonsten, der Verlauf der Strecke ist eigentlich ganz cool so, ne? Es passt alles auf. Das Element hier ist halt nicht optimal. Das könnte man... Boah, hier fährt man auch ganz nah dran vorbei an dem anderen. Also eigentlich durch. Also Arme sind ab, auf jeden Fall, während der Fahrt. Und ansonsten eigentlich so schön. Es ist eigentlich so schön, ne? Guck mal, wenn du das von außen siehst. Das ist so schön. Weihnachten. Guck mal, auch die Farbe der Bahn. Die, selbst die Bahn sieht aus, als wenn die schneebedeckt ist. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier, guck mal, das, dieser Zaun da, wo du durchfährst. Aber dann so ein paar Sachen... Da können wir noch was machen dran. Guck mal, wie cool das hier aussieht. Cool, dass hier gemacht ist. Allein das Element hier, ne? Wo die Bahn hier durchfährt. Aber auch das Haus ist echt cool. Ich will mal doch mal ganz kurz das Licht ausschalten. Weil ist hier überall eine Beleuchtung oder was? Weil die Park ist standardmäßig nämlich an so einer, in so einer frühen Abendbeleuchtung, also für so 17 Uhr oder sowas eingestellt. Und ich finde diese Farbgebung dann überhaupt nicht schön. Das hier mag ich überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, so die Standarduhrzeit, so grob in der Richtung. Und ich weiß nicht, da würde ich mir ungern einen Park anschauen wollen, ne? Weil die Farben, das ist alles so komisch, meiner Meinung nach. Deswegen dann lieber, was hatte ich gesagt, 11 Uhr habe ich gemacht. So, später Vormittag, ne? Das passt auch ganz gut. Ja, also wie gesagt, hier ist noch Optimierung erwünscht von meiner Seite. Einmal das Feedback an den Erbauer. Und dann stellen wir uns jetzt gleich direkt bei der nächsten Bahn an. Die Everest-Bahn ist das ja dann praktisch, ne? Ja, da geht's einmal auf den Everest hoch. Es sind auch sehr viele hier mit so einem USA-Style hier an, ne? Obwohl hier so alle... Ja, alles hier, so ein paar Rentiere sind hier auch da. Kaufen die jetzt eigentlich nur... Was gibt's eigentlich für Mützen? Gibt's alle Mützen immer bei diesen Shops oder hängt das auch davon ab? Kann mir das einer sagen, was es dann so in der Nähe gibt? Müsste ich jetzt mal auf den Shop klicken, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, hier aber kein Geländer. Das ist nach deutscher Norm nicht korrekt. Da muss ein Geländer sein, sobald eine Höhe von 1 Meter erreicht ist oder sowas. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Muss in Deutschland an der Treppe ein Geländer sein, damit die Kinder hier nicht runterfallen. Ne? Das Todesurteil hier. Der Park wird so nicht genehmigt.
So, was haben wir? Das war so richtig, das war so richtig Allmann-mäßig. Das ist ja hier der Expedition GeForce Achterbahn-Typ. Finde ich cool. Expedition GeForce würde ich auch gerne mal fahren. Wir steigen ein. Erste Reihe. Abfahrt. Hoffentlich jetzt ein bisschen weicher. Ein bisschen smoother. Ein bisschen ohne irgendwas durchfahren. Oh, schön hier mit Musik. Ja, ab geht's einmal auf den Everest. Und wir sind auch schon oben jetzt. Das geht ratzfatz auf den Everest drauf. Coole Streckenfarbe. Geht das so? Ganz eng bebaut hier, aber wirklich cooles Action-Ding. Da muss man vielleicht doch mal die Schienenkamera nehmen. Aber ich glaube, auch da wird es nicht so butterweich sein. Ui, das ging aber hier ratzfatz. Fahren wir gleich noch eine zweite Runde. Das war's schon. Die freuen sich hier über eine Runde damit. Wir fahren nochmal die Schienenkamera mit. Also wir haben ja heute Zeit. Wir haben ja, also wir haben Zeit bei dem kleinen Park. Und fahren jetzt nochmal die Kamera mit, weil die einfach nochmal weicher ist. Wollte gerade sagen, haben wir jetzt auch die Musikuntermalung. Ach guck mal, bei dem kleinen Lift, da können wir auch gerne mal mit hochfahren, ohne dass ich vorspule. Mit meiner Ungeduld. Schön. Juhu. Echt an sich eine coole Idee. Aber vielleicht ist es mir nochmal ein Ticken zu eng alles. Ne, man ist schon sehr knapp dran. Ob die Bahn das mitmachen würde, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich muss jetzt noch ein drittes Mal mitfahren. Die war so kurz und schnell, die Fahrt. Jetzt kann ich mich nur nicht entscheiden, welche Kameraperspektive ich nehme. Ich will das mal von außen hier sehen. Wow. Ja, so rum kann man das auch mal machen. Auch hier wieder so ein, ne, von der Farbe her ist das sehr schön. Also diese optische Gegebenheit ist auf jeden Fall sehr stimmig. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es einfach ein bisschen eng hier alles ist. Ne, man sieht das hier auch. Die glitscht dann doch mal irgendwo durch. Den Arm sollte man schon mal gar nicht irgendwie irgendwo ausstrecken. Boah, das ist aber echt super eng hier. Und ob das denn der richtige Achterbahntyp ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber es ist halt einfach mal was anderes. Es ist mal was anderes, das kann man sagen. So, das war der Everest. Wie hieß denn die Bahn davor? Steht ja alles in Timestamps nochmal drin. Polarwolf. Ah, okay. So, dann gehen wir jetzt mal weiter von dem Platz, wo wir ja hier am Anfang waren. Und ich bin auf der Suche nach dem Hutshop. Und da rechts ist er doch. Hier sind noch ein paar andere Läden. Slush, Pizza. Oh, die Hüte. Also optisch drin sieht man jetzt nur bestimmte Hüte, ne? Da sind jetzt nicht alle. Der Mitarbeiter ist auf jeden Fall sehr motiviert. Ah, du kannst sagen, welche Hüte es geben soll. Und hier gibt es alle. Und die kosten alle null. Das heißt, ja, dann holen sich auch viele einen Hut. Wobei das wahrscheinlich auch egal ist. Am Ende kaufen die dann einfach ein, wenn er günstig genug ist. Pizza wird auch schön gegessen. Hier, Polizeihut ist am Start. Schön mit der Pizza essend in die Toilette reingehen. Hä? Und jetzt? Was haben die jetzt gegessen? Eine Kugel Eis oder was? Ein Schneeball haben wir gegessen. Ja, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Bahn wahrscheinlich. Hier ist der Ausgang. Und da finde ich auch die Station sehr cool. Peak. Das heißt Peak Gipfel. Das sieht ja cool aus hier. Der Schnee, diese Eiszapfen da dran und dann, dass das hier so abbröckelt. Ein Zug mit zwei Waggons. Sehr schön. Ich finde das auch cool, dass hier das Geländer, dass die Stützen halt selber gebaut wurden. Oh, die macht aber einen schön flotten Eindruck. Ui, die ist aber richtig zügig unterwegs. Sehr schön hier der Weg. Na, guck mal, hier ist alles so ein bisschen... Ah, cool, die Bahn sieht auf jeden Fall von außen spaßig aus. Hier ist auch wieder einfach alles frei rausgebaut. Ah, hier haben wir so ein bisschen Felsen, die da dranhängen und so ein bisschen gestützt werden. Also hier ist so schon, hier ist schon ein bisschen mehr gemacht nochmal. Da kommt die Bahn rein und dann fahren wir mit dem nächsten Zug auf jeden Fall los. Peak. Nein, den wollen wir noch nicht. Wir nehmen den nächsten. Ja, und hier setze ich mich ja immer hinten rein. Wo? Das hängt jetzt davon ab, wie hoch wir sitzen. Weil hier vorne macht keinen Sinn. Ich möchte einmal so eine Onboard-Fahrt immer gerne mitmachen. Aus Sicht der Besucher auf jeden Fall. So, und da geht's los. Wir sitzen aber echt sehr tief.
Wie weit kann man noch? Jetzt sind wir ganz vorne. Hier haben wir wen im Weg. Ja, ich muss mich jetzt mal hier hinsetzen. Wir sind wahrscheinlich Kinder und sitzen deswegen hier so tief. Aber egal, wir sitzen jetzt einfach mal in der Kinderperspektive und danach fahren wir nochmal zwei andere Perspektiven vielleicht. So. Boah, die rumpelt hier aber auch ordentlich durch. Eieiei, das war wieder eine harte Kurve. Ah, warum? Warum so schön und dann doch so Hauer-mäßig? Ah, schon ein cooles Geräusch, wie der Zug hier langfährt. Da sieht man schon die Hände hochgehen. Und dann war es das schon. Hier, Kopf einmal kurz ab. Na gut. Nee, nächster Zug nochmal. Einmal nochmal von außen gefahren. Ja, schade. Es macht so von der Optik erstmal einen guten Eindruck und dann gibt es doch so viele Ruckeleien hier während der Fahrt. Und dann doch viel zu schnell durch die Kurven, finde ich. Wir erleben es jetzt noch einmal von außen. In der Third-Person-Kamera. Ja, ich finde diesen Zug vorne so cool. Yeah. Oh, die Kurve ist halt echt hart. Die ist echt hart. Yeah. Aber schön hier an diesem... Ne, das ist hier komplett der Weg gebaut. Also das Terrain ist schön gebaut. Und so Schnee. Wie heißt das? Oh, hier einmal geköpft. Meine Herren, das kann man ja eigentlich mal sehen, wenn man das baut. Also Julian, da musst du nochmal ran. Das ist noch nicht finished, finde ich. Für mich ist das noch nicht finished. Aber das hier ist echt ganz großer Daumen hoch. Sieht sehr cool aus. Sowas mag ich immer, wenn diese Schilder selber erstellt sind. Muss ich bei meinem Park auch eigentlich viel mehr machen. Und ja. Ja, hier fehlt auch eine Stütze, finde ich. An der Stelle, weil hier eine und hier, das ist mir zu wenig. Ja, guck mal, sieht auch echt cool aus, die Bahn, von außen gesehen. Schön hier reingezwirbelt, aber hier irgendwie die Kurven, das war dann doch ganz schön eng alles. Der Polar Express hier, ne? So, und dann kann man hier hinten nochmal weitergehen. Hier sind Mitarbeiterräume. Was haben wir hier noch? Hier geht ja nicht so wirklich wer lang. Doch, hier ist jemand. Da ist doch eine Frau ganz alleine. Hier nochmal das Dorf hier oben. Das ist mir gar nicht während der Fahrt vorhin so krass aufgefallen, oder? Doch, hier an der Ecke. Ja, doch. Sehr schön. Doch, schöne Landschaft auf jeden Fall. Außenrum gebaut, aber mit kleinen, feinen Macken. Und dann haben wir hier das Riesenrad in der letzten Ecke. Einmal umzaunt. Und dann ist hier außen auch nochmal eine Straße. Ja, gucken wir mal nicht so ganz genau hin. Okay, also, das war hier das kleine Everland. Ein schöner kleiner Park mit etwas Optimierungsbedarf, wie gesagt, aber wirklich ansonsten schön gestaltet mit schönen kleinen kurzen und auch einer langen Bahn. Also ich hatte Spaß. Was ist hier los? Warum sind hier einfach so Lehnen? Die sind einfach so nackig hingebaut. Ja, ne, es ist noch nicht so ganz fertig optimiert alles. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen vierten Advent. Wir enden hier an dieser schönen Perspektive, die wahrscheinlich, ne, das Bild ist, was ihr dann zu sehen bekommt, so ungefähr. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen vierten Advent. Ich muss mal schauen mit Videos, jetzt auch in der Weihnachtszeit. Ich will gerne eigentlich ein paar Videos raushauen, aber dazu muss ich sie auch schaffen können. Ist alles immer ein bisschen eng. Ich habe jetzt nicht so viel frei und man ist ja dann auch viel unterwegs. Mal schauen, was noch so möglich ist. Ich werde mich aber auf jeden Fall dieses Jahr nochmal melden bei euch. Wünsche euch ein paar schöne Tage und ich hoffe, es wird nicht allzu hektisch bei euch, wie das meistens ja immer ist um die Weihnachtszeit. Ne? Eine besinnliche, familiäre Zeit. Ja, bis dann erstmal. Macht's gut, euer Basti oder auch Modern Consumer. Und ich freue mich über viele Kommentare, Likes und auch gerne ein Abo dalassen. Und falls ihr noch Bock auf ein weiteres Video habt oder das letzte Woche verpasst habt, werde ich euch das hier nochmal verlinken. Und dann ist auch noch ein Link von einem zufälligen anderen Video für euch da. Schaut da gerne mal rein. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!